Jonas Gersten, 2-2 in der Halle. Würden Sie mir auch sagen, heute war mehr drin? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir sind sehr gut ins Spiel gestartet. Gehen dann hochverdient in Führung und haben dann so ein bisschen nachgelassen. Kassieren das 1-1 und dann in der zweiten Halbzeit fand ich uns wieder überlegen, hatten viele Chancen, wo dann vielleicht die letzte Konsequenz oder Schussgenauigkeit gefehlt hat. Wäre wieder mehr drin gewesen, so spielen wir wieder nur unentschieden. Ja, man hat viele Chancen gehabt, aber immer Klose noch den Ausgleich gemacht. Das war ja wichtig, auch der mit den Elfer verschossen und Mannschaft noch den Punkt gerettet. Ja, auf jeden Fall. Damit das kann man, denke ich, am Ende so sehen. Nichtsdestotrotz hätten wir auf jeden Fall heute auch wieder gerne gewonnen. Denke, mit der Überlegenheit auch in der zweiten Halbzeit wäre es auch verdient gewesen. Wie frustrierend ist das für den Torwart? Der kriegt in der zweiten Halbzeit, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, nur einen Schuss, wenn ich richtig gezählt habe, aufs Tor. Lannert unterläuft den Ball. Keine Chance gehabt, glaube ich, noch dran gewesen noch. Aber wie frustrierend ist das, dass immer wieder solche Gegentore fallen? Ja, natürlich sehr frustrierend, wenn man da ein Torschuss kriegt und der drin ist. Das wäre mir aber im Endeffekt egal gewesen, wenn wir am Ende das Spiel gewinnen. So ist es bitter. Jetzt hat man, glaube ich, 5-mal nicht gewonnen, 4-mal unentschieden gespielt. Spielt das auch in den Köpfen so mit oder wird man da noch aggressiver im positiven Sinne, um endlich den Bock umzuschussen, dass auch mal wieder 3 Punkte zusammenkommen? Ich denke, natürlich ist es irgendwo im Hinterkopf, aber wir gehen nächste Woche wieder positiv an. Man kann es so oder so sehen, wenn wir nächste Woche gewinnen, dann haben wir seit 5 Spielen nicht verloren. Dementsprechend voller Fokus auf nächsten Sonntag. Okay, danke Jonas Kers. Gerne.